Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 7. Wir sind auf einem Weg zu einer Party, auf dem Weg zu einer Party und ja, ich würde sagen, das machen wir dann doch jetzt mal. Gespeichert ist. Welcome to Paradise. Ach, das ist aber lieb. Oh, der ist voll nett. So, dann wollen wir mal einmal die blaue und einmal die rote. Ich gehe mal einen Schritt zurück, falls es explodiert. Okay, es explodiert nicht. Dann, oh Gott. Kann man die Tür zumachen? Ich wollte mal dahinter schauen. Er hat für blinkende Lichter gesorgt. Das ist schon mal gut. Oh, und für Farbe, die im Dunkeln leuchtet, das ist auch schon mal schön. Kreativ ist er, das muss man ihm lassen. So, aber das wussten wir ja auch schon mit dem Erfinderwettbewerb. Let's play. Das ist ein cooler Schriftzug. Ob ich mir den klauen soll? Nein, Mann, würde ich nie tun. Seht mein neues Logo? Nein, Quatsch. Das Blöde ist, dass man hier so schlecht irgendwas erkennen kann. Um genau zu sein, man kann gar nichts erkennen. So. Ja, gut, dann wollen wir mal. Oh, wow. Warum glaube ich, dass das hier so eine Psycho-Einrichtung ist? Erstmal gucke ich mich um, bevor ich mich setze. Käfige sind nie gut. Laute Musik, aber das sieht so nach einer Ein-Mann-Party aus. Das wäre dann ja doof. Okay, wir können hier nichts anderes machen, als uns da hinsetzen. Dann wollen wir mal. Ich hätte wenigstens einen neuen Fernseher besorgen können. Die Zeit zurückdrehen! Was? Was, Evelyn? Ich will es ihm doch nur zeigen! Ich will ihm nur zeigen, dass nicht jeder zurück dahin will, wie es früher war! Du bist ein dummes Miststück! Sie versteht nicht, dass ich nicht zurück will zur Zeit, bevor mein Vater dich gefunden hat! Nicht jeder will die Zeit zurückdrehen! Also, Ethan? Ethan? Du kannst so viel du willst unter dem schmutzigen, vergammelten Haus kriechen und nach den Materialien suchen, aber du wirst verdammt nochmal nichts finden. Du willst das Serum herstellen? Oh, Baby. Da musst du an mir vorbeikommen. Hörst du mich? Na komm schon, Ethan. Was sagst du? Scheiße! Was sagen wir dazu? Materialien suchen unterm Haus, das ist schon mal ein guter Hinweis. Vielen Dank dafür. Und irgendwie tut mir der Typ so ein bisschen leid. Also, so von seinen Pupillen her zu urteilen, würde ich sagen, ist so ein bisschen auf irgendwelchen Drogen. Hier hat jemand massiv seine Tage gehabt. Oh, ein Kräutchen. Nehmen wir mit. Nee, also hier ist auch nichts mehr. Die Leiter versperrt uns den Weg. Allmächtige Leiter, über die wir nicht drüber kommen. Okay.
ist ein Kopf. Ist das das Regal, was ich möchte? Ist es das? Von wegen Schatz versteckt und so? Muss ich dafür das Foto im Inventar haben? Waren da auch Puppenarme und Beine? Ich wollte gerade springen, das geht gar nicht. Okay. Ah! Sieh an. Kann ich die entschärfen? Wie bei Evil Within? Nein. Oh! Hätte ich wohl erwähnen sollen, was? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte drunter durchkriechen. Ich habe einen falschen Knopf gedrückt. Ich wollte so und dann, ne? So war eigentlich, aber... Sorry. Hier soll... Das ist doch das Regal. Mann, bin ich blöd. Okay, hier ist es relativ hoch. Da können wir drunter durch. Ich weiß jetzt nicht, ob das was bringt, wenn ich da drauf schieße oder ob ich es einfach auf sich ruhen lasse. Weil falls der mir folgen sollte, kann ich das nachher taktisch gegen ihn nutzen. Ob das Haus ist, wo wir den Renovierungsauftrag von gelesen haben? So von der Art und Weise her könnte das ja sein, ne? Weil überall die Farbrollen. Das ist es! Reparatursatz. Was tut es? Gun Repair Kit. Für die kaputte Waffe, die wir gefunden haben. Schön. Das war das Geheimnis, ne? Mit dem Kopf obendrauf. Ja, okay. Oh, da ist noch... Oh, schau sich das einer an. Okay, wir versuchen das doch mal anders. Ich weiß nicht, ob ich nicht doch zu nah ran bin. Du hast ein wirklich gutes Auge. So, da ist nämlich noch eins. Da sind wir mal vorsichtig. Er beobachtet uns offenbar, aber wo sind die Kameras? So, hier ist nichts mehr. Ich glaube, das hier ist wirklich das Haus, wo wir den Brief gefunden haben, von wegen Reparaturauftrag. Und das war ja noch in 2017, glaube ich, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Warum traue ich dieser Kiste da nicht? Doch, ich konnte ihr trauen. Die stand mir zu auffällig da. Ich hasse Puppen, habe ich schon mal erwähnt? Okay. Ob das hier eigentlich dieser Schimmelpilz ist, von dem halt immer die ganze Zeit gesprochen wird? Wir gehen nochmal auf die Waffe zurück. Hier liegt mir zu viel rum. So Geschenktechnik. Sag ich doch. Ich sag doch, ich trau dem nicht. Ich hätte mal zuerst drüber nachdenken sollen. Ich blöde Kuh. Um eine Kugel zu sparen, ey. Naja. Hier ist noch so ein Ding. Oh, das sind zwei. Okay. Kriege ich davon hier eins erreicht? Ja. Vorsichtig! Und hier müsste ich drunter durchkommen, ja. Okay. Gut. Warum ist die Kiste hier? Was ist das? Reparatursatz. Nee, Moment. Okay. Defekte Pistole. Und... Hiervon nehmen wir uns eine wieder mit. Haben wir ja eine verloren von. Zeigt
die auch die... Schade, die zeigt die Bomben nicht an. Das wäre natürlich echt richtig geil gewesen. Oh nee, der Raum. Oh shit. Wir hatten ein Puzzle mit... Scheiß Passwörter, was? Probier doch mal 0814. Nein. 0621. Nein. Es ist 0514. Na komm schon, versuch's mal, man weiß nie. Nö, ich mag nicht. Ich gehe erstmal noch hier gucken. Hier werden noch Items angezeigt. Okay. Warum ist hier eine Kiste vorher? Warum? Wir wissen doch eigentlich, was... Geheimtür. Okay. Gut. Ah. Nicht nochmal. Chemikalie. Munition. Löscht. Fleisch. Noch mehr Fleisch. Brennerkraftstoff. Warum kriegen wir wieder Brennerkraftstoff? Na gut, solange wir keinen... Okay, das Psycho-Dingsbums hat aufgehört zu wirken. Nein, das war wieder der falsche Knopf. Das hätte wieder schön schief gehen können. Oh, das Scheiß, wie das krabbelt. Na komm, beug dich mal hoch. Ach, ich wollte ja eigentlich die Waffe bauen. Kombinieren, und zwar die defekte Pistole damit. Und dann habe ich eine M19-Pistole. Relativ kraftvoll, schlechter Zustand, aber brauchbar. Okay. Eine Glock 19 sind hier, glaube ich, die Waffen, die die... Ich wusste es. Ich habe mich doch schon wieder erschreckt. Ah, Waffe leer. Oh Gott, wo kommen die denn alle her? Ich muss mich hier rüber. Ich kann die locken. Kommen die? Ja, komm ruhig. Okay. Gut, dann haben wir schon mal zumindest einen umgebracht. In da Fes. In da Leck. So, jetzt müssten wir sie. Habe ich sie alle beide? Nee, jeder hat noch einen Kopf. Okay. Haben wir's. Ein Kreuzchen. So. Ah, wir sind in einer Scheune. Ich finde Scheunen ja eigentlich immer sehr hübsch. Außer bei The Evil Within, da mochte ich die Scheune nicht. Fertilizer und Orange Manure. Da haben wir wieder Flintenmunition, das ist gut. Schießpulver. Dahinter ist auch wieder was versteckt. Magnummunition. Warum kriegen wir davon so viel? Das gefällt mir nicht. Das hier könnte ein Safe Room sein, dahinter vom Licht her. Ja, es ist sogar einer. Cool. Auch wieder mit einem Videorekorder. Brandpaste, Flintenmunition, Speicherdingsbums und eine Kiste. Okay, ich glaube, ich packe die M19 nochmal zurück, weil wenn sie im schlechten Zustand ist, denke ich mal,
werden wir da vielleicht noch einen weiteren Teil für kriegen. Das packen wir weg. Das packen wir weg. So, was ist das? Magnum-Munition packen wir auch weg. Packen wir auch mal alles weg. Die Heilkräuter. Wir haben 3 Heildinger dabei. Müsste eigentlich reichen. Okay. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Trotzdem speichere ich. Das jetzt sonst eigentlich hat das immer ganz gut gepasst. Das am Ende der Folge zu machen, beziehungsweise zwischen den Folgen, aber wir schauen mal. So. Oh, hier hängt Knoblauch und hier hängen die Hufeisen aber falsch rum. Man soll hier andersrum aufhängen. Gießkanne, ein Schäufelchen. Ich finde das so, ich finde das voll schön so. Also das ist so ein bisschen idyllischer. Warten wir mal ab, was noch kommt. So. Okay. Und abgesehen von den toten Tieren, die hier überall rumhängen. Vertrauen wir dem Kram wieder? Okay, wir haben ihm vertraut und das war gut. So. Mal ein bisschen so von oben. Hier sind so kleine so Futterboxen. Das scheint halt ein Kuhstall zu sein, wenn man sich das so ein bisschen anguckt von den Boxen her. Hier könnten wir theoretisch einfach runterfallen, ne? Ich habe halt immer ein bisschen Angst, dass wir Fallschaden kriegen. Aber ich glaube, das müssen wir wirklich einfach fallen lassen. Erstmal noch die Box da. Nochmal Chemikalie. Okay. Ich habe ein ungutes Gefühl. Okay, kein Fallschaden. Zumindest kein sichtbarer Fallschaden. Schon so ewig keine Münze mehr gefunden. Uns mal die einzelnen Boxen. Also es ist klein, es ist zu klein für einen Kuhstall. Ist das eine tote Ratte? Das sind tote Ratten. Okay. Brennerkraftstoff. Warum kriegen wir hier so viel Brennerkraftstoff? Also es hier ist eher ein Schweinestall. Aber auch schön viel Platz. Schön gemütlich mit Streu und Heu. So. Das Schwein schläft sogar noch. Pistolenmunition. Oh, da fühle ich mich direkt besser. Schön nachladen. So, aber wir gehen wieder aufs Messer. Ich möchte momentan da dieses Pad noch nicht bedienen. Das sieht auch eigentlich eher so aus, als würde da ein Teil fehlen. Deswegen gehe ich jetzt erstmal. Ja, das ist das Teil, was fehlt, ne? Batterie. Okay. Mehr Munition. Das sieht so nach Arena aus hier. Das macht mir ein bisschen Sorge. Ich wusste genau, dass ich wieder drauf reinfalle. Ich bin so doof. Ich könnte aber vielleicht einfach mal das Kraut essen. Das müsste. Na, das reicht nicht ganz, aber gut. Man kriegt hier nicht umsonst Pistolenmunition geschenkt. Das hat immer irgendeinen Grund. So, aber hier ist auch nichts mehr. Wie krass das Stroh gemacht ist, ne? Dass man so jeden einzelnen Halm echt erkennen kann. Sogar mit Glanz drauf. Wer weiß wie richtiges Stroh aussieht. Hier glänzt ja wirklich so ein bisschen, ne? Also es ist schon richtig cool gemacht. Auch das Holz und das ist alles schon sehr schön. Also, ich bin mir sicher, dass das hier eine Arena ist. Ladies and Gentlemen, Jungen und Mädchen, willkommen beim Scheunenkampf! Sag ich doch, es ist eine Arena. Keine schmutzigen Tricks, Gentlemen, wir haben Regeln!
Was ist das? Du mich auch. Oh mein Gott, ich hätte gerne Sniper. Oh, das kotzt voll weit. Was ist das denn? Wie du im Leben mit Widrigkeiten umgehst, macht dich erst zum Riesen. Boah, Alter. Okay, in irgendeine sichere Ecke gehen, wo ich nachladen kann. Okay. Kann ich mich vor der Kotze hier hinter verstecken? Verdammt, das muss wehtun. Ne, krieg mich auch hier hinter. Okay. Boah, wie soll man denn davor ausweichen können? Das ist gar nicht möglich. Ich muss sagen, dass ich beeindruckt bin. Du bist nicht nur noch am Leben, du hast auch noch alle Finger und Zehen. Ja, aber auch nur, weil ich diese Wunderheilung hier mit mir rumschleppe. Warum wird das so langsam machen? Okay, er kotzt. Also wenn er kotzt, kann man eigentlich nur rennen, ne? Okay, am besten rennt man um die Ecke. Okay, wieder ein bisschen näher. Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Ganz kurz ist der Knopf, den kann man nicht drücken. Okay. Scheiße. Also er rennt auch wirklich mega, mega langsam. Ich weiß nicht, wie man so langsam laufen kann. Ich meine, ich bin ja auch wirklich schon mega untrainiert, ne? Aber das? Sogar das Vieh rennt schneller als er. Nein, ich brauche vor allen Dingen jemanden, der ihm trainiert. Hör auf zu kotzen, ey, du ekelhaftes Missvieh. Okay, Moment. Mal zum Heilen kurz hier rauf. Das war jetzt natürlich doof. Jetzt muss ich irgendwie. Ethan, hast du dich je gefragt, wie du zu diesem Punkt gelangt bist? Ich hab gut gespielt. Auf easy. Er rennt nicht. Er rennt einfach nicht. Okay, einmal ins Gesicht geschossen. Habe ich ihn? Ich habe ihn. Zum Glück. Oh, okay. Da kommen noch mehr, oder was? Ich habe nicht mehr viel Munition. Okay, jetzt ist das hier. Gut. Ja, Was will man in der Situation machen? Wenn du einen Held hast, der noch nicht mal mehr 3 Schritte richtig laufen kann. Er läuft nicht, er joggt halt nur so fröhlich vor sich hin, ne? Das ist. Pff. Wenn ich um mein Leben laufen würde, würde das, glaube ich, ein bisschen anders aussehen. Aber man muss das Beste draus machen. Ich will ja hier keine Vorwürfe machen. Es gibt auch Leute, die untrainiert sind. Wir gehen die Tür auf. Ach, auf der Seite. Okay, ups. So, gucken wir mal. Hinter die Türen so ein bisschen. Hier, schon wieder Angelkoffer. Da oben ist auch ein Putzkoffer fürs Reiten, oder? Das finde ich auch cool. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Okay. Ich hab's versucht. Was ist das? Ach, Pillen, okay. Gut. Sackkarre, irgendwelche anderen Sachen. Gott, Stuhl, Tisch. Hier hat jemand eine schöne Zeit gehabt, Bier getrunken, was gelesen, geraucht. Okay, die geben mir hier Pillen und eine Chemikalie. Was wollen die mir damit sagen? Die wollen mir damit sagen, nimm die. Denn du verpasst sonst was.
Hä? Warum habe ich das Gefühl, er steht auf? 1408, du bist als nächster dran. Zimmer 1408. War ich im Kino drin. War okay. Endlich mal wieder eine Münze. Dann wollen wir mal. Ich weiß, wir sind schon wieder im Overtime, aber wir sind wieder hier. Hier war vorher eine Bombe. Ich klitsche da jetzt auch mal drunter durch, weil ich nicht weiß, ob die noch da ist. Nee, sie ist weg. Okay. So, dann gucken wir mal. Die kommt weg. 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 Okay. Jetzt müssen wir ganz doll überlegen. Die nehmen wir... Ach nee, das ist die Starke. Die Starke brauchen wir nicht. Flammengranatenschatzfoto. Festbrennstoff. Brennkraftstoff. Brennerkurbel. Granatwerfer. Die nehmen wir mit. Flintenattrappe und Spielzeugaxt. Ich finde es super merkwürdig. Wir machen uns noch ein paar Kugeln. Ich würde sogar sagen, wir machen uns starke Kugeln. So. Und wir haben auch noch normale Erste Hilfe. Starke Erste Hilfe Arznei. Hatten wir keine normale mehr? Dann machen wir uns noch zwei. So, okay. Gut. Dann haben wir es eigentlich. Dann machen wir jetzt hier eine Pause. Ich stelle mich hier ganz brav in die Ecke. So. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder und dann gehen wir in das Geburtstagseckchen. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!